New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. So, nachdem er in der... Bescheid. Sie kommen mich festnehmen. Okay, nachdem wir in der letzten Folge ja so große Probleme hatten, den Schlüssel zu finden. Polizei, aufmachen! Wissen wir jetzt wenigstens, wo der Schlüssel liegt, aber trotzdem werden wir die Zeit noch nutzen. Finden, was mich mit dem Mord in Verbindung bringen könnte. Ich kann noch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich aufmache. Werden wir die Zeit trotzdem nutzen, uns doch schnell umzuziehen. Hören Schließlich Sie, gehört sich das so. Ich bin von der New Yorker Polizei. Ich muss Sie auffordern, die Tür zu öffnen. Sofort! Ja, ja. Jetzt sind wir ganz geschillt. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ach ja, übrigens. Herzlich willkommen zu Indigo Prophecy Fahrenheit. Oder wie auch immer. Ja, mach das noch zu. Kannst du hier hinten noch was zumachen? Wenn Sie jetzt nicht endlich die Tür öffnen, bin ich gezwungen, Sie einzutreten. Ja, ich weiß, dass du das machst. Ich hab's gesehen. So. Jetzt holen wir uns den Schlüssel ganz geschillt. Hier, drüben, da. Nein. So geschält wird's halt. Geht mit der Steuerung. Ich sag es zum letzten Mal. Öffnen Sie jetzt endlich die Tür. Oder ich trete Sie ein. Gucken, ob hier noch irgendwelche Beweise sind. Kühlschrank. Oh, wir haben hier was gefunden. Ein Bonus. Okay, ich glaube, er sollte... Wo ist denn die Tür? So. Diesmal habe ich den Schlüssel gefunden. Hallo? Das große Rätsel des Schlüssels ist gelöst. Es tut mir leid, ich habe Sie warten lassen. Ich stand unter der Dusche. Sind Sie Lucas Kane? Ja. Mr. Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Ja, natürlich. Nein. Tja, dann tun Sie's. Ich hätte vielleicht die Waschmaschine anschalten sollen. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? Yep, so sind wir. Oh Gott. Habe ich das Laken weggelegt? Ja, habe ich. Ich habe auch den Schrank zugemacht. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Wenigstens hat er mich diesmal nicht verhaftet. Weil ich den Schlüssel nicht gefunden habe. Ja, jetzt geht's mir schon wieder richtig gut. Man kommt also doch mit Mord davon. Gut zu wissen für die Zukunft. Ich habe da noch eine Zeitung. Zeitung. Massaker in einem Restaurant im East End. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen Restaurants begangen. Die Polizei fahndet nach einem circa 30-jährigen... durchschnittlich großen Mann mit braunem Haar und dürfte in den nächsten Tagen ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlichen. Oh. Hätte ich damals lieber die Rechnung gleich gezahlt. Naja, man lernt nicht aus. Man kommt halt doch nicht mit Mord davon. Ja, vielleicht doch. So, wir sollten... Mal gucken, was gibt es in der Gefriertruhe. Ah, da hätten wir Platz für eine Leiche gehabt. Milch. Abgestandene Milch. So, weiter. Was haben wir noch? Duck. Wir haben lauter Entenkonserven. Und noch mehr Entenkonserven. Und gibt's hier Entenkonserven? Ja,
Überraschung, Entenkonserven. Achso, wir sind schon wieder bei den gleichen Entenkonserven. Sind immer die gleichen Entenkonserven. Gut. Dann trink mal ein Glas Wasser. Und du solltest vielleicht mal aufräumen. Also kleiner Pro-Tipp von mir. Dann klappt's auch mit der Tiffany besser. Ah, ja, mir geht's jetzt so richtig gut. Können wir noch mit Pferden? Was hast du denn für Musik? Theory of a Dead Man. Say goodbye. Nee. Das kriege ich garantiert Ärger, wenn ich das von. Da ist die immer garantiert dagegen. Nein. Stoppen. Nein, stopp. Ben. Okay. Aber cool, dass man da Musik hören kann. Okay, ist da noch was? Nein. Ah! Batman Walking! Ich dachte, das war nur das Lied. Ja toll, da baue ich mir die super die positive Stimmung auf und dann ruiniere ich sie mir, weil ich in den Spiegel gucke. So. Ab sofort schaue ich in keinen Spiegel mehr. Denk dran, dass du den Schlüssel mitnimmst, mein Junge. Ich suche den nicht nochmal für dich. So. Jetzt können wir wählen. Wollen wir Lucas Kane oder auf der Polizeiwache? Wir spielen auf der Polizeiwache. Für einen Polizisten habe ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, an dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Ich bin völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Aber ich kann zum Verrecken nicht sagen, was. Jaja, Hi, Carla. Hi, Carla. Also, wie geht's denn so? Hi, Doug. Ganz gut. Duck und Carrie, Duck und Carrie, Duck und Carrie. Ich glaub nicht. Und? Rückt die Pensionierung näher? Nicht schnell genug. Das ist ein Überfall. Oh, vielleicht auch nicht. Hopp. New York Police Department. Oh yeah. Hallo? Da geht's zu meinem Schreibtisch. Nein, doch. Was steht da auf dem Bild? Lieutenant Carla Vrinetti, Sergeant Tyler Oh, ich habe mein eigenes Büro. Ist das cool. Hey, Carla! Bestell deinen Partner, er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet er mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey. Red selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Jeffrey, das kann daran liegen, dass du so einen blöden Ohrring im Ohr hast. Da würde ich dich auch meiden. Und alle Miezen um dich herum. So, mein Büro. Hallo, Carla. Hi, Garrett. Wart mal, Carla. Ich habe schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier. Das ist doch jetzt nicht die Standarduniform der New Yorker Polizei, oder? Oh, die New York Police Department Mailbox. Und ich habe einen Basketballkorb. Yeah. Tyler ist noch immer nicht da. Ich ruf mal bei ihm an. So, was haben wir denn hier? Nein. Telefon. Tyler, wach auf, du blöde Sau. Ach, Tyler hat sich noch amüsiert.
Ja? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt! Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Schon unterwegs. Cool, die New York Police Department Büros haben eigene Bürostühle mit dem Insignien drauf. Ist das cool. Und total futuristische Tastaturen, aber eine uralte Maus. Okay, erstmal Licht an. Nur mit Licht kann man richtig lernen, arbeiten. So, dann gucken wir mal in die Schubfächer. Was haben wir da drin? Und ich habe gedacht, das ist die obligatorische Whiskyflasche. Aber wir haben wieder Credits gefunden. Bonus. Und wieder zu. So, was haben wir noch? Computer. Erstmal Mails. Valium. Von www.valiumforless.com. Betreff cheaper Valium. Up to 60% reduction on Valium when you order online today. Receive Warman. 300 types of tranquilizer. Okay, ja. Nein. Da habe ich meinen eigenen Dealer. Von Tommy. Betreff Hi. Hi Carla, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Mein Job nimmt mich so sehr in Anspruch. Ich komme vorbei, sobald ich kann und erzähle dir von meinen neuesten Abenteuern. Ciao. Tommy. Betreff, Das ist schon einmal geschehen. Kirsten, was das wohl heißen soll. Gut, dass ich die E-Mails gecheckt habe. Guck mal ins Web. New Yorker Bürgermeisterwahl. Donatello muss einen Anstieg der Kriminalitätsrate zugeben. Michelangelo und Raphael kommen von links über die Ecke. Und jetzt hören sie eine Spezialeinheit gründen mit grünen Schildern. Panzern meine ich natürlich. Nee, der Anstieg der Verbrechensrate ist für den amtierenden Bürgermeister und sein Team im Rennen um die Beibehaltung eines Amtes ein ernstes Problem geworden. In den letzten zwei Jahren sind die Kriminalitätsrate in New York um 15% gestiegen und haben somit einen Rekordwert innerhalb der letzten 30 Jahre erreicht. In einer Pressekonferenz wies Marco Donatello gestern darauf hin, dass in allen Großstädten des Landes ein ähnlicher Anstieg zu beobachten ist, der wiederum auf den Anstieg der sozialen Ungerechtigkeit zurückzuführen sei. Trotzdem versprach der Bürgermeister, dass die Auswirkungen seiner Politik zur öffentlichen Sicherheit noch vor dem Ende seiner Amtszeit spürbar würden. Da die Wahl nur noch 3 Monate entfernt ist, werden die Wähler bald entscheiden müssen, ob Donatellos Politik die Sicherheitsprobleme in New York lösen kann. Dann gehen wir auch schnell in die Datenbank. Kein Antrag. Nächstes Wort. Kirsten. Suche. Nichts gefunden. Suche. Ad acta gelegt. Also tatsächlich ein Name, der für einen Fall steht. Ich hätte gern mehr darüber erfahren. Da steht nicht ad acta gelegt, da steht geheim. Nächstes Wort. Kein Eintrag. Kirsten. Nächstes Wort. Okay. Ja, dann machen wir wieder das Licht aus. Wir sind ja hier nicht Görus, oder wie auch immer. Und New York muss ja Geld sparen, also. Das ist cool. Ich habe einen Schreibtisch. Tyler nicht. Der muss die ganze Zeit in der Ecke stehen. Ah. Da fällt mir ein, ich habe noch Kaffee, oder? Was ist das? Oh, Jojo spielen. Zwar total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Also. Runter, hoch. Runter, hoch. Ey, was muss ich denn machen? Runter hoch, oder? Ah ja. Nein. Also das kriegen wir hin. Wir sind Jojo-Profis. A one, a two, a one. Runter. Runter.
Achso, das ist Whip und so. Okay. Noch einmal, probieren wir es. Jetzt kriegen wir es hin. Yeah! War das nicht cool? Und jetzt nochmal. Yeah! Jetzt können wir stundenlang weitermachen. Jetzt haben wir eine Dreh raus. Okay, ich glaube, es reicht. So, wir legen das Jojo wieder weg. Und mit dieser wunderbaren Jojo-Performance, die ich euch hier geliefert habe, sage ich ciao, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir switchen in der nächsten Folge dann zu Tyler und schauen, wie es da weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.